Morgen, Karl. Wie schön, dass ihr alle live mitmacht. Ich freue mich. Ein und aus. Noch drei Stück. Guten Morgen, Ute. So, greift das Theraband so ein Ticken enger und lasst die Handflächen zueinander zeigen für die Scapular Isolations. Einatmen, Schulterblätter vor, ausatmen, Schulterblätter zurück und Theraband leicht auseinanderziehen. Ein, aus. Ein, aus. Jetzt kann man das noch ein bisschen mehr spüren, wie sonst, wie sich zwischen den Schulterblättern alles schön festmacht. Denkt euch immer in die Länge hier, aus dem Scheitel, Schultern tief und Schulterblätter gleiten zurück. Und dann einmal lösen und das Theraband hinten um den Rücken rumlegen. Am besten breit, dann schnürt euch das nicht ein. Greift ihr es von vorne wieder heben. Genau. Und mit der Ausatmung schiebt ihr jetzt nach vorne mit der Einatmung wieder zurück. Jawohl. Gut, wir gehen ein bisschen dynamischer. Mit der Ausatmung Bauch festmachen, Schultern tief lassen. Ihr könnt jetzt hier immer euren Widerstand selber ein bisschen regeln. Achtung, das nächste Mal. Arme vor, Arme öffnen, Arme wieder vor und Arme wieder rollen. Vor, auf, vor, rollen. Vor, öffnen, schließen, beugen. Okay, jetzt kommt dazu eine kleine Bewegung aus dem Oberkörper. Ihr schaut Richtung Decke, ohne Hohlkreuz. Wenn ihr nach vorne geht, macht ihr euch rund. Und dann die Arme wieder beugen. So, Arme vor, Arme öffnen, Brust heben, dann rund werden und Arme wieder beugen. Okay, nochmal. Vor, aufmachen, runden, Arme beugen. Und noch zwei Stück. Vor, öffnen und runden. Und zurück, letztes Mal. Vor, öffnen, runden und zurück. Gut, hier aber nochmal umgreifen. Nach vorne nehmen, in so ein leichtes V. Jetzt hier die Arme über Kopf, gell? Zieht mal die Schultern zu den Ohren und dann lasst die Schultern nochmal fallen. Hier wollt ihr bleiben. Jetzt geht ihr in eine Seitdehnung. Einatmen und ausatmen, zurück in die Mitte. Einatmen und aus. Zieht euch über die Taillenmuskeln wieder zurück, schräge Bauchmuskeln. Bauchnabel fest eingezogen. Und immer leichte Spannung auf dem Theraband auseinander. Schultern schön tief. So, das nächste Mal bleibt ihr hier in der Seitdehnung und senkt den Arm tief, wieder hoch und wieder zurück in die Mitte. Zur Seite, Arm tief, Arm hoch und wieder zurück in die Mitte. Wenn ihr jetzt den Arm tief drückt, dann macht das bitte von unter dem Arm und nicht aus der Hand. Also fast als würdet ihr so aus der Achsel tief drücken, ja? Das fühlt sich anders an, wie wenn ihr aus der Hand drückt. Probiert das mal aus. Schräg, tief und wieder zurück. Und ihr könnt hier, wie gesagt, den Widerstand selber wählen. Wenn ihr ein bisschen mehr möchtet, dann greift ihr das Theraband ein bisschen enger. Und wenn nicht, dann ein bisschen weiter. Schulter nochmal tief ziehen. Und dann bleiben wir hier
von unten greifen und wir machen so eine Art, ja, nach vorne kippen vom Becken und gleichzeitig ein Biceps Curl, einmal ein Bizeps Curl und gleichzeitig schiebt das Becken unter euch, verlängert den unteren Rücken und wieder zurück. Dynamischer gehen. So. Genau. Und hier könnt ihr nochmal richtig schön die Schulter tief ziehen. Genau. Lasst das Becken vorrückkippen. Und versucht mal, wenn ihr das macht, den Bauch schön anzuspannen. So als würdet ihr aus dem Bauchmuskeln das Becken kippen. Nicht so sehr aus dem Po. Jawohl. Machen wir noch 5, 4, 3, 2, letztes Mal. Und lösen das Theraband nochmal nach vorne. Heute ist die hin und her mit dem Theraband, aber das macht ja nichts, gell? Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und dann geht das schon. So, ihr greift wieder hier eng. Arme vor den Körper. Jetzt gehen wir über die Seite. So, ihr zieht das Theraband mit dem einen Arm nach hinten auf und dreht euch wieder zurück. Drehen. Arm zieht lang nach hinten und wieder zurück. Mit dem Oberkörper verlängern, Theraband auseinanderziehen, zurück. Schultern tief. Denkt euch in die Länge. Sehr gut. Versucht mal zuerst mit der Drehung zu beginnen, dann zieht der Arm weiter, schaut der hinteren Hand hinterher und kommt wieder zurück. Genau. So dass ihr vorne und hinten, vorne Hand, hintere Hand, zieht auseinander, zusammen mit der Drehung. Kommt auf die Zehenspitzen, macht weiter. Gut. Hüfte bleibt vorne stehen. Für die letzten 2. Schulter nochmal tief. Und einmal hier vorne lösen. Tief rollen. Wirbel. Lass das Theraband liegen. Rollen Wirbel wieder nach oben. Kopf zum Schluss. Schulter nach hinten unten und dann gehen wir eine Etage tiefer. So kommt ihr in den Sitz und nehmt euch das Theraband vor die Füße. Und da ist es auch gut, wenn ihr das weit lasst. Also so, dass es nicht verknüllt ist. Genau. So, und jetzt kann es entweder eine Hilfe sein, nämlich wenn ihr halb zurückrollt, dass ihr bis über den unteren Rücken rollt, bis zu den Schulterblattspitzen und dann wieder hoch. Ja? Ausatmen tief. Einatmen hoch. Schulter nochmal tief ziehen. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Wenn ihr geübt seid, dann arbeitet gegen das Theraband. Mit den Bauchmuskeln. Genau. Machen wir hier noch 3 Stück. Rund. Bauch einziehen. Zurück. Letztes Mal. Jetzt bleibt hier unten halb und zieht nochmal das Theraband ran und weg. Ran und weg. Haltet den Bauch schön drin. Ran und weg. Der Kopf ist entspannt, Hals entspannt. So
entspannt, wie es halt geht, gell? Gut. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Roll zurück. Macht euch einmal rund nach vorne. So. Jetzt einmal das Band kreuzen. Füße bleiben, Beine bleiben lang. Füße leicht geöffnet, sodass ihr auch nach außen einen kleinen Widerstand habt. Und dann greift ihr relativ weit vorne, weil wir rudern. Sitzt ganz aufrecht, Schultern tief, ganz viel Bauchspannung. Sehr schön. Drücken und das Ganze nochmal machen. Und dann rollt ihr euch mal halb zurück. Genau. Und rudert hier nochmal. Aha. Schulter nochmal tief. Versucht euch nur noch ein bisschen runter, drunter zu machen. Und die Ellbogen schön an der Seite vorbeizuziehen. So, Achtung. Wir machen noch 3 hier. Rollt ihr euch wieder nach vorne, die Arme gehen aber nach hinten durch. Dann kommt ihr hier raus. Ja? Arme wieder beugen, halb zurück. Nach vorne rollen, Arme nach hinten durch. Arme beugen, halb zurück. Wieder vorkommen, Arme nach hinten durch. Genau. Schön für den Trizeps hinten. Durchschieben und ein bisschen nach oben. Schultern nochmal tief. Machen wir noch 2 Stück. Man muss zwischendrin vielleicht nochmal ein bisschen enger greifen, wenn ihr merkt, oh, ist mir zu leicht. Dann bleibt einmal hier hinten mit den Armen. Nehmt die Schultern nochmal tief. Blick Richtung Bauchnabel, öffnet die Arme ein Stück, zieht sie wieder zurück. Öffnet, zieht sie wieder zurück. Bauch fest einzieht, Schultern tief. Noch 3. Letzter. Und lösen. Okay, nehmt das Tiererband nochmal entknotet. Von hier rollt ihr euch einmal ganz tief. Okay, wir haben lange Beine. Der Roll-Up ist für viele so, so, so schwer, aber mit Theraband nicht. So, haltet hier fest, beginnt vom Kopf euch aufzurollen und zieht euch über diesen kleinen Moment nach oben. Schiebt die Arme wieder nach hinten durch und dann rollt euch wieder ganz zurück. Nochmal. Arme durch und zurück. Und entweder ist das Tiererband hier wieder die Hilfe oder ein bisschen extra Widerstand zum nach oben rollen. Machen wir noch 3 Stück. Schultern, wollen tief bleiben, genau, helft euch hier richtig nach oben, letztes Mal, und bleibt einmal hier oben liegen, Füße stellen an, Theraband, selber sortieren hier, Theraband über die Brust, hallo, so, genau, ungefähr so schulterbreit und greift das Theraband hier wieder ganz entspannt, Daumen, Hand und wir gehen in den
Schultern tief, leichten Zug ins Theravada, aber nur leicht. Mit der nächsten Einatmung, Theravada über Kopf, mit der Ausatmung, rollt ihr euch Wirbel für Wirbel hoch, Theravada geht auf die Oberschenkel, zieht tief und dann rollt ihr euch wieder zurück. Am Kopf, Ausatmung, Wirbel für Wirbel hoch, halten, Arme ziehen tief und legt euch wieder ab. Genau. Ihr könnt es auch in zwei Atemzügen machen, mit der Ausatmung hoch, Arme und mit der Einatmung wieder ablegen. Gehen wir heute etwas dynamischer. Versucht aber trotzdem diese Rollbewegung durch den unteren Rücken. Wirbel für Wirbel abheben und auch Wirbel für Wirbel wieder ablegen und Schultern immer tief. Gut. Bleiben wir das nächste Mal oben. Und dann presst ihr nur die Arme ins Theraband. Ganz viel Spannung, Bauch, Po, Beine. Genau, Schultern tief. 5, 4, 3, 2, 1 und langsam tief. So, nehmt die Beine einmal hoch, steigt wieder ins Theraband ein, beide Füße. Wurschtel, wurschtel, zack, zack. So, dann sind wir wieder hier. Arme festmachen, Schultern nochmal tief. Jetzt streckt ihr die Beine ins Theraband mit der Ausatmung in die Diagonale. Mit der Einatmung holt ihr sie wieder zurück. Ausatmen. Einatmen wieder zurück. Genau. Bend and stretch. So. Ausstrecken und wieder beugen. Gut, unterer Rücken bleibt auf der Matte. Noch zwei Stück. Wenn ihr jetzt vorne seid, ausgestreckt, öffnet die Beine ein bisschen. Schließt sie wieder. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Außenseite. Bauch festmachen. Letztes Mal. Und nochmal beugen. Gebt dem Theraband ein bisschen mehr Luft. Wir gehen jetzt in beide Richtungen. So. Von hier. Mit der Ausatmung, Arme weg, Beine weg und mit der Einatmung zurück. Ausatmung hilft immer, wenn ihr so einen großen Hebel seid, die Bauchmuskeln festzumachen. Ja? Jawohl, wir schaffen noch drei. Unterer Rücken auf der Matte lassen. Letztes Mal. Sehr schön. Geht mit einem Bein aus dem Theraband raus und lasst das andere Bein drin. Überkreuzt das Bein nochmal, sodass der Fuß da wirklich sicher drin ist. Okay, wir gehen in den Single-Leg. Ihr kommt nach oben gerollt, haltet hier euer Band wieder fest und dann abwechselnd einmal in die Diagonale und wieder anbeugen. Wenn ihr jetzt merkt, das wird euch zu viel für den Nacken, dann nehmt euch entweder das Handtuch als kleines Kisselchen oder legt euch einfach ab. Ja? Ansonsten bleiben wir hier oben für
Arme wieder, also das Band gekreuzt. Genau, und dann gehen wir auf die andere Seite. Und im Wechsel die Beine wegschieben. Mit ganz viel Energie. Genau. Schultern nochmal tief. Ihr könnt ihr wieder selber pegeln, wie stark ihr das Theraband hier haben wollt. Noch drei Stück. Und wenn ihr merkt, oh, das geht ja richtig gut, dann braucht ihr vielleicht gar nicht mehr so viel Unterstützung vom Theraband, sondern nur ein bisschen. Genau. Und wichtig ist, dass ihr oben versucht, euch kurz nochmal aufzurichten und dann wieder rund abzulegen. Okay. Nur noch einer, ja? Und dann steigt ihr mit dem rechten Fuß nochmal vorne ins Band ein. Und was auch eine ganz, ganz tolle Übung ist mit dem Theraband, sind die Leg Circles. So, ihr macht den Fuß hier wieder vorne rein. Kreuzt das Band. Fixiert es. Oder dann fixiert deine Arme und Hände neben dir. Dann beginnt zu kreisen. Das heißt, so eine kleine Unterstützung, aber auch immer einen kleinen Zug von rechts nach links. Wer möchte, streckt das andere Bein lang aus. Schulter nochmal tief ziehen, Kopf nach oben entspannt. Und dann die Kreisrichtung einmal ändern. Ihr könnt natürlich auch das Band hier halten, wenn euch das angenehmer erscheint. Ellbogen abgelegt. Und vielleicht habt ihr so noch ein bisschen mehr Kontrolle. Sehr schön. Die letzten zwei. Bei den Leg Circles immer darauf achten, dass die Hüfte möglichst ruhig bleibt und das Bein so unabhängig davon kreist. So, jetzt aber wirklich die Arme zur Seite ausstrecken und dann einmal das Bein nach außen gehen lassen. Hüfte bleibt fest und dann über die Körpermitte auf die andere Seite. Da darf die Hüfte so ein bisschen außen und innen.
wechseln wir schon ins andere Bein. Und zack, zack. So. Arme wieder an der Seite oder eingebeugt und ihr beginnt zu kreisen. Stellt euch das Bein vor, es wird immer länger, immer länger, immer länger. Ihr könnt den Fuß auch im Theraband ausstrecken. Den Fuß spitzen, genau. Kreisrichtung nochmal ändern. Hüfte schön festlassen. Schöne Mobilisation. Und dann lassen wir einmal rechts, links pendeln das Bein nach außen und in die andere Richtung über den Körper drüber. Schulter fallen lassen, Schulter tief.